Freunde, hier dringt stinkt's nach Fisch. Ich bin ja auch im Bauch von Monstro, ist also kein Wunder, dass es hier nach Fisch stinken muss. Aber naja, da muss ich mit Rico halt durch. Ja, überraschenderweise habe ich nämlich im letzten Part mit Sora bereits das Paradies der bösen Buben abgeschlossen. Das ging schneller als gedacht. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, jetzt endlich wieder zurückzuwechseln zu Rico, nachdem ich mit Sora da fertig war. Und er steckt halt, wie gesagt, in Monstro fest, was Sora zum Glück erspart geblieben ist. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es hier drin so derbe müffeln muss. Also wie es Geppetto hier drin so lange ausgehalten hat, ist mir eh ein Rätsel. Oh, hier sind ja Traumfänger und Explosion. Eisklinge. Zack. Und Elektrosturz. Und tschüss. Und Bams. Blitzra. Schon mal wieder richtig Action satt, gleich zu Beginn eines neuen Parts. Es ist doch schön. Und jetzt nicht langweilig. So. War da oben jetzt auch noch irgendwo was? Da eine Truhe. Nee, die drei Truhen habe ich eh geöffnet. Ernsthaft, das sind immer voll die Zähne von Monstern und so. Das muss ich mir mal vorstellen, wir schwimmen in einem Wal herum. Und wir müssen immer noch tiefer in ihn hinein, weil da hinten irgendwo Pinocchio zu sein scheint. Ja. Warte mal, erstmal heilen. Warte mal, ist hier oben irgendwas? Hier ist was! Hier ist eine Truhe versteckt, voll fies. Hier. Habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. So, ein Allheilmittel habe ich hier noch gekriegt. Okay, eine Sache möchte ich kurz überprüfen. Und zwar mein Geistermenü. Fertigkeitslink und... Ah, ja. Oh, Kontrollpunkt links kann ich öffnen. Geil. Und ihm fehlen nur noch mehr 19 Linkpunkte und dann bekäme ich hier von meinem Zottlöwen endlich die Fertigkeit Combo Plus. Wird also sehr bald passieren. Und 226 Linkpunkte hat mein geliebter Jagebock schon wieder. Na, dann gibst du mir auf jeden Fall mal das Kommando Feuer, der stärkste Feuerzauber. Also zumindest von denen, die sich so steigern lassen, ist Feuer relativ stark. Also her damit. Blökt hier voll rum vor Freude. Gut, wie gesagt, für 150 Feuermühle, das habe ich eigentlich schon. Das ist also eigentlich unnötig. Und bei der Wundermütze habe ich bereits alles freigeschalten. Also da soll ich mal gucken, dass ich da endlich mal was anderes mache. Also lasst mich mal kurz gucken. Menü? Geist kreieren. Ob ich mir vielleicht endlich mal einen anderen Traumfänger machen kann. Ja, kann ich. Und zwar einige. Was könnte ich mir hier machen? Einen Extremist? Ein Floss Fatale? Ein Tatsu-Pferd? Einen Lausekraus? Ein Huiblümchen? Oder ein Glühschneck? Es ist natürlich nur die Frage, was bringt mir mehr... Oh, sogar einen Huhu. Es ist nur die Frage, was mir mehr bringt. Ich sage, die ganzen richtig starken Traumfänger, die kann ich mir immer noch nicht machen. Hier, Quelefant, wo zum Teufel nochmal kriege ich liebliche Laune hier? Kann ich die kaufen oder finde ich die? Ich glaube, die kann man nur finden. Zunokäfer bräuchte ich noch ein weiteres Mal zügellose Einbildung. Buhblümchen, gleich dreimal erhabene Laune, habe ich kein einziges Mal. Und ein Bohrhund braucht fünfmal kühne Laune, was ich auch nicht habe. Jetzt weiß ich nicht, was ich mir erschaffen soll, weil es ist immer die Frage, was die für Fähigkeiten dann haben. Tja, Tatsu-Pferd, ich glaube, das war nicht so toll. Oh, ich weiß echt nicht, ich glaube, ich lasse das dabei nochmal. Ich werde mich da erstmal vorab informieren, was am sinnvollsten wäre. Bevor ich mir irgendeinen Traumfänger schaffe, der dann nicht so toll ist, lasse ich das lieber, weil ihr habt mir irgendwie auch gesagt, dass es nicht so eine gute Idee wäre, mir ein Tamer-Schaf zu machen. Warum auch immer. Aber naja. So, Kommando-Deck. Deck bearbeiten, Kampfkommandos. Und jetzt habe ich hier... Feuer, feuere einen riesigen Flammenball auf die Gegner ab. Tja, nehme ich vielleicht statt der Eisklinge, nehme ich Feuer. So, Elektrosturz hier nach oben. Feuer, Blitzer.
Blitzra vielleicht lieber vorher, so, wie... Und natürlich muss Rico jetzt auch statt Vitra schon Vigra bekommen, das ist eh klar. Vigra. So, der Rest ist okay. Alles okay, und dann habe ich noch etwas entdeckt, als ich hier so rumgeschmökert habe, und zwar bei den Berichten... Ja, gibt es jetzt hier ganz unten, ihr seht es schon, einen Trophäenschrank. Und da habe ich schon eine Trophäe bekommen, nämlich Krösus beweist, dass du 5000 Taler gesammelt hast. Also diesen Trophäenschrank kriegt man ja scheinbar eben erst dann, wenn man mindestens eine Trophäe hat. Insgesamt gibt es, wie ihr unten sehen könnt, 18 Trophäen. Das sind halt sogenannte Achievements. Wenn man gut im Spiel war und eine gewisse Leistung vollbracht hat, dann bekommt man eine Trophäe. Und ich will natürlich versuchen, so viele Trophäen wie möglich zu sammeln. Also hier drüben wäre abgeräumt, beweist, dass du die Geschichte abgeschlossen hast. Die kriegt man eh automatisch, wenn man die Hauptstory durch hat. Zusätzlich werde ich auch noch Ehrenzeichen wohl bekommen, weil da steht ja, beweist, dass du die Geschichte im Profi-Modus abgeschlossen hast. Dann gibt es hier noch Langschläfer, beweist, dass du 2000 Sturzpunkte gesammelt hast. Flitzefüß, beweist für den ersten Platz beim Flinke Flitzer Cup. Schlüsselmeister beweist, dass du 2500 Traumfänger besiegt hast. So, hier gibt es noch Hybridenhüter. Deine Freundschaft mit allen Geistern hat Höchstwerte erreicht. Portalprofi beweist für den Abschluss der Spezialportale und des Geheimportals. Tiefseetaucher beweist für über 7.500.000 Punkte im Tauchmodus. Hyperflüssig beweist, dass du im freien Fluss 1000 Gegner besiegt hast. Schatzsucher beweist, dass du jeden Schatz gefunden hast. Geisterjäger beweist, dass du mindestens ein Exemplar jeder Geisterart erhalten hast. Hier unten Kritikerlob, gut, das werde ich natürlich nicht bekommen, beweist, dass du die Geschichte im Veteranenmodus abgeschlossen hast. Ich spiele nicht auf Veteranen, ich spiele auf Profi. Die werde ich also nicht kriegen. Realitätswandler beweist, dass du mit Realitätswandel 50 Gegner besiegt hast. Link-Experte, der beweist, dass du mindestens 50 Link-Verbindungen mit deinem Geist aufgebaut hast. Statistiker beweist für den Höchstwert aller wertverbessernden Fertigkeiten. Andenkensammler beweist für mindestens 20 Fotos beim Anfreunden mit Geistern. Und zu guter Letzt auch noch guter Freund beweist, dass du mindestens 30 Linkportale platziert hast. Also da gibt es noch einige Sachen für mich zu erledigen. Ich meine, ich werde sicher nicht alle Trophäen in diesem Let's Play bekommen. Krösus ist wie gesagt das Einfachste, deswegen habe ich das wohl auch zuerst bekommen. Beweist, dass du 5000 Taler gesammelt hast, das ist eh easy peasy, aber der Rest, wie gesagt, das wird noch dauern. So. Okay, und Rico kann jetzt natürlich auch dank Sportsfreund höher springen, wie ihr sehen könnt. So, was ist denn das da vorne? Das ist irgendein... Achso, ein Poster war das da drüben, ein Plakat. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich werde noch einmal zwischenspeichern und dann geht es weiter ins Innere von Monstro. So. Hilft Jiminy Pinocchio zu suchen und oh mein Gott, hier drin sieht es echt komisch aus, also für das Innere eines Wals sieht es hier echt seltsam aus. Ich meine, hier kommen natürlich auch Traumfinger von und ah, eine Schatztruhe. Öffnen. So, High Potion. Ih, das wabbelt doch nur so vor sich hin, das ist eigentlich total eklig. So, ah ja, hier kann man einige Sachen kaputt machen. Euch kann ich auch kaputt machen. Blitzra. Arg. So, ich bin total stoned. Beweg dich, Riku, beweg dich! So, und hin. So, Feuer! Bams. Gut, das hat jetzt leider nicht den Panda getroffen. Und stier. Geht doch mal alle sterben. So, Vigra. So, Achtung. Nee, ich heb mir den Doppellink lieber noch auf. Für den Bosskampf hebe ich mir den Doppellink auf.
Wäre sonst irgendwie Verschwendung. Aua. Und tschüss. Und Babs. So. Gut, jetzt ist aber wirklich Ruhe. So, das kann man auch kaputt machen. So, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen muss oder ob ich das einfach nur so just for fun machen kann. Aber ich mache lieber gerne alles kaputt. Sieht auch kacke aus, wenn das hier so drum rumliegt, das ganze Holz. Ich meine, was hat Monstro bitte alles gefressen? Hier ist noch eine Truhe. So, ach so, waren hier jetzt auch Gegner drin? Gar nicht aufgepasst, aber ich glaube ja. So ein Fieber da drin. Und stirb. So, Stufe 28 für die Wundermütze. Noch so ein Vieh. Und verpiss dich. So. Weiter geht's. Ih, alles voller Schleim. So, Schleim. Ist das ekelhaft hier drin. Hier muss es so dermaßen stinken und müffeln und... kommt einem ja das Mittagessen wieder hoch. So, was ist hier oben? Ist hier was? Hier ist wieder so ein Holzhaufen. Ein Holzfass. Achso, hier kann ich den Blasenplatzer machen. Ah ja. Hey cool, jetzt bin ich auf dem Fass drauf. Hat hier ist was. Eine Schatztruhe. Öffnen. Oh, sogar eine große. Gar nicht gesehen. Erhalten Sir Cairo Rezept. Ah, eine Liste Materialien, die zum Beispiel auf eine Sir Cairo benötigt werden. Der ist sicher nicht schlecht, aber nicht verwechseln mit Prinz Cairo, also dem weißen Froschkönig. Der ist ja ganz speziell, den muss man erstmal richtig besiegen, dass man da sein Rezept kriegt. So, Schocksturz. Lass mich doch einfach in Ruhe. Pinocchio! Jiminy! Let him go now! My goodness! Are you all right? Riku and I looked for you everywhere. Uh-huh. I'm just fine. Sorry, Jiminy. I messed up real bad. You and Father must have been so worried about me. Why, Pinocchio? I think you just might be finally starting to learn. Who are you? Me? As I live and breathe. That was my dark side. I gave in to the darkness once. And ever since, it's chased me around in one form or another. The seeker of darkness who stole my body. A puppet replica of the shadows of my heart. And now, I'm facing me. Your dark side? Gee, Riku, don't you have a Jiminy like I do? He's my conscience. He's taught me all kinds of important stuff. Maybe you just need somebody to show you what's right and wrong. Sure. You can't shoulder all your problems alone, you know. You must have somebody. A friend you can talk to? Yeah. Actually, I do. That stupid grin he's always wearing. He's the best teacher I could ever have. Gee whiz! I wish I had lots of good friends. You will, Pinocchio. More than you can count. What now? Is something in there? Pinocchio, Jiminy, you should head back. I'll see what's shaking things up. Okay. Ah, die Chronik von Chain of Memories. Sora, Donald und Goofy
waren schon seit einer Weile auf der Suche nach Rico und König Mickey, als Sora auf einen Mann in einem schwarzen Mantel traf, der sie zum sogenannten Schloss des Entfallens führte. Dort gab ihnen der Mann eine Karte, die angeblich aus Soras Erinnerung bestand. Sora und seine Freunde begannen die Welten innerhalb dieser und anderer ähnlicher Karten zu erkunden. Marluxia, der Mann im schwarzen Mantel und Mitglied der Organisation, versuchte mit Hilfe der Kräfte eines Mädchens namens Namine Soras Gedächtnis zu manipulieren und die Kontrolle über Soras Schlüsselschwert zu erhalten. Der Organisation dienten niemande, besondere Wesen, die entstanden, wenn das Herz einer Person gestohlen wurde und nur noch ihr Herz und Geist übrig blieb. Als Sora das Schloss durchquerte, wurden seine Erinnerungen an Kairi durch die an Namine ersetzt. Er musste gegen Rico kämpfen, der in seiner dunklen Gestalt erschien und behauptete, er müsse Namine beschützen. Sora gewann und Rico verschwand. Nacheinander besiegte Sora die Mitglieder der Organisation, die sich ihm in den Weg stellten. Einer von ihnen, Axel, stellte sich als gerissener als die anderen heraus und schien weder Freund noch Feind zu sein. Sora erfuhr außerdem, dass der Rico, den er bekämpft hatte, nur eine Kopie war, erschaffen von der Organisation. Mit der Hilfe von Ricos Kopie konnte Sora Marluxia besiegen. Namine gestand Sora, was sie getan hatte, aber er nahm ihr es nicht übel. Sie stellte Sora vor eine Wahl. Er könne entweder seine verstreuten Erinnerungen wiederherstellen, so wie sie vorher waren, und alle Erinnerungen an dieses Schloss verlieren, oder seine Erinnerungen so belassen, wie sie jetzt waren. Sora entschied sich dafür, seine alten Erinnerungen wieder zurückzuerhalten, indem er in einen tiefen Schlaf fiel, bis sie repariert werden konnten. Aber bevor er das tat, versprach er Namine, er würde sie niemals vergessen, sie würden sich wiedersehen. Währenddessen hatte Rico aus der Welt zwischen Licht und Dunkelheit herausgefunden. Von einer geheimnisvollen Stimme geleitet, gelangte er zum Schloss des Entfallens, aber es stellte sich heraus, dass es die Stimme von Ansem war. Rico fand seinen Weg durch das Schloss, wobei er ständig gegen Ansem und die Dunkelheit in sich ankämpfen musste. Auch die Organisation hatte die Dunkelheit in Ricos Herz bemerkt und wollte sie für ihre Ziele nutzen. Als Rico Lexaios begegnete, einem Mitglied der Organisation, wurde er gezwungen, die Dunkelheit in sich heraufzubeschwören und fiel ihr anheim. Aber irgendwo in weiter Ferne hörte er König Mickey nach ihm rufen. Das Wissen, dass König Mickey über ihn wachte, gab Rico die Kraft, sich weiter durchs Schloss zu kämpfen. Weil die Macht der Dunkelheit eine zu große Versuchung darstelle, war Rico erneut drauf und dran, von Ansem überrannt zu werden. Aber dieses Mal eilte König Mickey selbst zu seiner Rettung. Der König gab ihm eine besondere Karte. In dieser Kartenwelt entdeckte er, dass der Ansem, gegen den er gekämpft hatte, eigentlich ein Mann namens Dis war. Der Mann sagte Rico, er solle Namine finden und verschwand. Bevor Rico Namine finden konnte, stellte sich ihm die Rico-Kopie in den Weg. Der wahre Rico siegte schließlich und die Kopien schienen zu verschwinden. Namine bot an, Ricos Erinnerungen an Ansem wegzusperren, aber Rico wusste, dass er sich der Dunkelheit in seinem Herzen stellen musste. Er besiegte Ansem und verließ das Schloss des Entfallens mit Mickey an seiner Seite. Er gelobte, von nun an sowohl Licht als auch Dunkelheit auf sich zu nehmen und den Weg zur Dämmerung zu gehen. So, woher kam der Klang? Ja, also, für die, die es vielleicht nicht wissen, Chain of Memories spielt chronologisch zwischen Kingdom Hearts 1 und 2. Und ist damals für den Game Boy Advance erschienen. Und hat auch ein bisschen ein anderes Kampfsystem, weil man da eben mit Karten kämpft. Ich habe es mal auf dem Emulator angespielt, aber irgendwie hat es mir nicht so gut gefallen. So, wenn ich hier drauf haue, dann dreht sich hier drin alles. Das ist auch ganz schön verrückt. So. Blitzra! So, na warte. Zack. Und Bams. Zack. Aua! So. Ja, ich sage, Vigra ist echt praktisch. Jetzt stirbt er mal. Danke. So, vielleicht kriege ich sogar noch ein Level ab. Das wäre nicht schlecht. Ja, das ist ja so verrückt, dass wir hier alles drehen können. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin muss. Ah, hier kann ich auch noch durch. Ih, Magensäure. Ja, wir sind jetzt irgendwie in Monstros Magen und aha. Eine Schatztruhe. Oh, Vorsicht, da nehmen wir wirklich Schaden. Ist ja auch Magensäure.
So, Konfetti-Bonbons 2. Ich glaube, ich gehe... Moment mal. Da ist auch eine Truhe. Verdammt. Da ist eine Truhe. Hier auch. Zack. So, turn around. Aha. So, jetzt haben wir hier erstmal eine Truhe. Öffnen. So, was haben wir denn da? Einen Wecker. Apropos Wecker, sollte ich vielleicht einsetzen. So, besser. Okay. Es war doch hier noch irgendwo eine Truhe, oder ist die da drüben? Ah, die ist hier drüben. Aua! Öffnen. Block Schoko 2. Elektrosturz. Bams. Blasenplatze. So. Ich muss hier einfach mal weiter. Warte, jetzt ist hier oben was. Sei so. Ah ja, achso, nee, die habe ich schon offen. Das ist eine große Truhe! Eine große Truhe! Umdrehen. Die will ich haben. Die will ich unbedingt haben. Wenn ich die jetzt noch irgendwie kriegen kann. Zack. Und Babs. Und Stufe 19 für Rico und Stufe 26 für den Jagebock. Das ist geil. Das hatte ich noch nie. Also, dass ich ein Level-Up habe und den Traumfänger auch zur selben Zeit. Nicht schlecht. Hey! Lass mich... Pfui! Ausspucken, verdammt. Feuer! Wieger. So, wo zum Kuckuck ist jetzt diese Truhe? Die war doch hier. Ist die hier oben? Nee. Ach, hier! So, wieder eine große Truhe. Und open! Erhalten Kollisionsmagnet. Okay, das klingt nach einem Angriffskommando. Kommandodeck. Deck bearbeiten, Kampfkommandos. Kollisionsmagnet. Zieh mit Magnetkraft Gegner zu dir heran, um sie dann auf andere Gegner zu schleudern. Aha. Ich würde mal gerne dieses Luftstaccato ausprobieren, aber erst wenn ich noch einen Slot weiter, also mehr frei habe für Rico, dann ja. Items. Vorrat. Sir Cairo Rezept. Genau, das will ich mir mal ansehen. Was brauche ich denn, um einen Sir Cairo zu erschaffen? Das interessiert mich jetzt. Menü. Geist kreieren. Ich darf mich nicht genieren. Und oh, ich könnte mir sogar einen Sir Cairo machen. Diese kleinen Kerlchen stehen ihren Kameraden bei. Mit Schwert und Zauber kennen sie sich aus, aber ein Funken Feuer lässt ihren Mut dahinschmelzen. Brauche ich dreimal edle Laune und viermal düstere Einbildung. Ich glaube, auch ohne jetzt wirklich zu wissen, was der kann, mache ich mir einen Sir Cairo, weil der ist cool. Also. Dann ist er wenigstens gleich mal, wenn ich hier alles verwende, auf Stufe 20. Ja gut, eines kann ich übrig lassen. Und als Katalysator nehme ich... was nehme ich da? Kollisionsmagnet interessiert mich ehrlich gesagt wenig. Das könnte ich fast nehmen. Angriff wird um 3 verbessert und Magie wird um 1 verbessert. Oder Zeitbombe, was kann das? Magie wird um 1 verbessert. Ballonra, Antigravka, Vitra. Vitra brauche ich ja gar nicht mehr. Ich habe jetzt Vigra, HP um 20 verbessert, Magie wird um 12 verbessert, nämlich Vitra. So. Okay, Leute, ich erschaffe mir jetzt einen Sir Cairo. Ich hoffe, dass ich es nicht bereuen werde, obwohl auf Rang E ist das irgendwie blöd, oder? Kann ich aber nichts dagegen machen, leider. Egal. Diesen Geist erschaffen, ja. Sieht aus, als hätten du uns, Sir Cairo, einen sehr guten Anfang, genau. Der ist wenigstens sofort auf Stufe 20. Dann werde ich vielleicht mal die Gruppe ändern. Und zwar statt der Wundermieze, die ich ja jetzt eh schon ausgenommen habe quasi, weil ich da schon alles habe, nehme ich jetzt Sir Cairo. So, dann schauen wir mal, was der alles so kann. Fertigkeitslink. Was hat der hier alles? Kommando Schwertwurf. Fertigkeit Wasserboost. Fertigkeit Heilkunst. Fertigkeit Wasserboost. Fertigkeit Attacke hast. Wasserfest.
Und hier unten noch Brutalo. Kommando Brutalo. Wasserboost, Angriffskraft, Wasserfest, Magiesphäre. Combo Plus hat er sogar, das ist schon mal sehr geil. Stoppblocken, Heilkunst noch einmal und noch einmal Heilkunst. Ich glaube Heilkunst, ich glaube damit konnte man mit Heilmagie noch mehr Lebenspunkte wiederherstellen, bilde ich mir ein. Na gut, dann werde ich jetzt eine Zeit lang mit ihm kämpfen. Vielleicht soll ich mir den umfärben. Ich meine, Orange gefällt mir nicht so wirklich. Ich schau mal, was ich für Farbpistolen habe. Ich habe Blau. Blau ist doch so. Blau ist doch meine Lieblingsfarbe. Deswegen, wenn mir hier keiner im Weg ist, würde ich gerne meinen Sir Cairo blau färben. So, komm mal her. Genau. Und werde blau. Jawohl, das sieht doch geil aus. Okay, so, warte mal, wo ist denn der jetzt? Da. So, kann er noch streicheln und stupsen? Ja, blau passt viel besser zu dem als orange-rot. Blau ist ja, wie gesagt, meine Lieblingsfarbe, deswegen mache ich das halt so. Okay, ich glaube, das reicht. So, Fertigkeiten. Was ist denn jetzt hier neu? Ah ja, Wasserboost. Der Schaden durch deine Wasserangriffe steckt an. Genau, wusste ich doch. Heilkunst. Die Regenerationswirkung deiner Vita-Magie steckt an. Das ist awesome. Also, wenn ich das dann später dreimal habe, das ist dann wirklich super praktisch. Da werden noch mehr Lebenspunkte mit Vigra regeneriert, was eh schon relativ viel auffüllt, aber somit halt jetzt noch mehr. Okay. So, jetzt würde ich eigentlich gerne mal, wenn ich das überhaupt kann, würde ich gerne speichern. Ich glaube, ich kann ihn nicht nochmal zurück. Ihhh, Magensäure. Ich glaube, ich kann nicht mehr wirklich zurück. So, warte mal, ich hau hier nochmal. Oder, nee, ich glaube, ich muss eh hier lang. Ah, ja. Ja, da vorne sehe ich, ganz am Ende sehe ich einen Speicherpunkt. Das ist sehr gut. Wenn ich bis dorthin komme. Zack. Wow, Vorsicht. Was ich vor dem ganzen Eis. Vigra! So. Mann, hört ihr mal auf mit dem Dreck! Ja, Mist, Kack, Pinguin, Viecher. Die heißen ja Eisgas-Green oder so ähnlich. Habe ich mir jetzt gemerkt. Zack. Nochmal geht sich ein Level-Up eh nicht aus. Schaden kannst trotzdem nicht zu kämpfen. Und stirb, Kartoffel! Und verpiss dich. So, da ist noch einer. Und tot. So, hier ist auch wieder so ein komisches Ding zum dagegen hauen. Und zack. Ah. Cool. Das ist nur nicht, war das dauerhaft oder geht das immer wieder zurück? Ich glaube, das ist für immer. Ich glaube, das ist für immer. Da muss ich hin. Hier noch so komisch durch diesen verschnörkelten Tunnel. Und dann komme ich zum Speicherpunkt und dann würde ich auch gerne endlich diesen langen Part beenden. Elektrosturz. So, ihr werdet mich nicht aufhalten. Blitzra. Feuer. Da hat sie ihn gerade umgeworfen, den Fettarsch. So. Und verpiss dich, du Tatsu-Pferd. So. Da ist hier unten. Ah, hier unten ist noch eine Truhe. Aufmachen. Öffnen. Wasserfass. Okay, so, das muss jetzt hier vorne sein. Fliegt deine mal hier. Ihr Kackviecher. Elektrosturz. So, Stufe 31 für den Zottel. Ist schon mal gut. So, ich sollte mal. So, Sir Cairo sollte mal aktiv werden, ich blöde Jan.
sonst kann der nicht mitkämpfen. Zack. Und, na, stirb jetzt mal, so. Und du auch. Und weg. So. Ist jetzt Ruhe? Nee, immer noch nicht. Verpiss dich. So, aber jetzt. Ja, jetzt ist Ruhe. So, hier kann ich speichern, Leute. Ich glaube sogar... Oh, hier ist noch eine Truhe. Ich glaube sogar fast, dass ich hinter diesem nächsten Durchgang schon auf den Boss treffe. Aber wer weiß. Auf jeden Fall wird jetzt hier gespeichert und das sah blöd aus. So, speichert. Und im nächsten Part gibt es garantiert trotz alledem den Bosskampf mit Riku im Monstrosmagen hier. Kammer steht hier nur. Was ist denn für eine Kammer? Will ich gar nicht wissen. Herzkammer hoffentlich nicht, das wäre eklig. Aber da wäre hier alles voller Bluten, das wäre noch eklig. Also nein. Nein, keine Sorge. Also, im nächsten Part geht's dann da lang. Also, freut euch schon mal auf den nächsten Part und mein Sir Kairo, der hoppt hier voll rum. Also, bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 3D. Macht's gut, Leute. Tschüss.